Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich aber nicht mehr genug Geld, um hier alles zu kaufen. Also, tödliche Raserei für ihn, tödliches Schwert für uns. Ist jetzt gar nicht so viel besser als das andere, oder? Schwerter hier, ja. Na, viel besser sind sie jetzt nie. Runenklinge. Ja, immer so 50er Schritte circa. Jo. Ha. Okay, also, was haben wir? Neu. Tödliche Raserei. Tödliches Schwert. Dann Kompassrute und Fluch. Nee. Und Federleicht, genau. Eins reicht eh nicht. Wow, es reicht. Ha, genau. Geil. Das ist ja cool. Yay. 220, 200. Ha. Na dann. Machen wir trotzdem so. Yay. Ich denke, verkaufen wäre jetzt noch angebracht bei dem, was wir jetzt gerade aus dem Fenster geschmissen haben. Oh, das Ding ist, das Essen ist ja auch was wert, aber das haben wir gerade erst gekauft und wir haben kaum was Wertvolles zum Verkaufen. Erdumhang, das kann weg. Schnelligkeitsring kann weg. Den Rest behalten wir mal. Obwohl, Verbundabwehr, zack, zack. Wir brauchen ja immerhin noch ein bisschen Taschengeld hier und da. Iolit-Erz könnten wir auch einmal verkaufen. Also da haben wir immer noch Reserve. So. Tödliches Schwert. Yeah. Yeah. Tödliche Raserei mit Feuerattribut. Yeah. Kompassrute mit gar keinem Attribut. Viertelstab zum Federleicht. Ohne Attribut. Naja. Hoffentlich. Now this is some pretty nice gear. You really are cutting an impressive figure. I'm quite impressed with these armaments. I'm all the stronger for the skill of their craftsmen. I don't know. You were pretty strong to begin with. Ja, ganz am Anfang warst du wirklich OP. Also schon gut, dass du deine Kräfte verloren hast. So, dann haben wir das jetzt erkundet. Unterirdischer Dargugang. Okay, einfach mal reingehen und gucken, was passiert. Das ist definitiv kein... Mondhochland, südöstlicher Bereich, okay. Wir reden mal mit dem Typ da vorne und dann reden wir mit dem Typ dann... Oh Mann, hier sind ja ganz viele Typen, mit denen man reden kann. Ich denke, hier gehen wir ein andermal hin. Da gucken wir uns jetzt erst noch in der Stadt selber um. So. Und zwar mit dir. Wenn ihr zum Kolosseum wollt, müsst ihr die Fähre am Ende dieser Straße nehmen. Das Kolosseum ist ein heiliger Ort. Ihr könnt nicht einfach so hineinspazieren. Aha. Endlich ist die Turniersaison da. Das ist die beste Geschäftszeit des Jahres. Okay. Quest. Excuse me? Did you drop something, ma'am? Or are you up to no good? Oh, of course not. I was just researching the man behind this statue, Master Hemming. I'm a historian, at least when I'm not teaching. The name's Carla. Carla Outway. Jude Mathis. Tipo! Two E's, one P! Get it right! And what's your name? Elise. Nice to meet you. Oh, you know, some of the children I teach are right around your age. And how old are you? 12. 12, huh? I know. Why don't we have a little pop quiz? Think you can pass? A quiz? Okay. There's an arena here in Shandu where all the different tribes compete. Do you know who holds the record as the youngest champion ever? Woher sollen wir das jetzt schon wissen? The youngest champion ever? Who gives a quiz before teaching a lesson? She can't answer if she doesn't. Oh wait, Elise, look. Master Hemming. Correct. Good job. Waha! I'm the quizmaster. Oh dear, I'm afraid I'm running late. I hope to see you later. Interessant.
lesen dürfen wir hier jetzt trotzdem nichts. Naja. So, geht's hier im Endeffekt denn weiter? Also da geht's scheinbar zur Arena. Und da Stromtalwiese und Jagdgründe. Wo müssen wir hin? Such die Rivalen. Okay. Egal, gehen wir zur Arena. So. Was haben wir denn hier? Oh, okay. Okay, Glitzer. Yay. Und das war's? Na gut, wir können uns die Stadt betrachten, immerhin. Naja. Dann würde ich sagen, nehmen wir den anderen Weg. Und fahren mal zu dieser lustigen Arena irgendwann. Das Kolosseum ist ein heiliger Ort. Ihr könnt also nicht einfach so hineinspazieren. Ihr müsst erst mit einem Schiff flussaufwärts fahren, um euch zu reinigen. Ich bin sauber, du Dreckschwein. Wollt ihr zum Kolosseum? Ja. Dann springt an Bord. Okay. Wieder relativ düster gehalten hier diese Arena. Nicht wie in Guaces, wie in Guaces meine ich. Hier in Azul gibt es eine spezielle Gruppe von Geisterarzt, die als Bestienkunde bekannt sind. Mit dieser Kunst lassen sich Monster beherrschen. Oh, das will ich auch. Damit werden auch die Monster kontrolliert, die im Kolosseum kämpfen. Das ist doch mal eine gute Erklärung. Ich möchte auch im Turnier teilnehmen, aber alle sagen, dass ein Mädchen keine Chance hat. Stimmt das oder sind sie nur sexistisch? Oh, du hast ganz schön Ahnung für dein Alter. Ich sage euch, auf die Turniere zu wetten ist viel spannender als die Kämpfe selbst. Mein idiotischer Mann wirft unser ganzes Geld für sinnlose Wetten hinaus. Sagt ihm, dass er sich am Riemen reißen soll. Naja. Händler vor Ort. Objektladenwaffen. Ah. Gut, die Händler mag ich. Ihr sollt jetzt wissen, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch fürs Kolosseum meldet. Die Teilnehmer sind zwar nicht mehr verpflichtet, auf Leben und Tod zu kämpfen, aber die Kämpfe sind hart wie eh und je und kosten noch immer reihenweise Krieger das Leben. Schön zu wissen. Bis vor kurzem herrschten noch die Anführer der mächtigen Clans von Kital und Longdao über die 100 anderer Clans in den vereinten Territorien. Aber Gaius gehörte keinem von beiden an. Er brachte die Territorien allein mit seiner Stärke und seinen Führungsqualitäten unter seine Kontrolle. Okay. Danke für diese Information, mein Freund. Wir speichern. Speichern. Auch wenn es lange dauert. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, wie das hier abgehen soll. Willkommen im, Kolosseum von Xiandu. Ich nehme an, ihr seid Besucher aus der Provinz, die hier sind, um das Turnier zu sehen? Macht euch keine Sorgen, wir begegnen sogar den unkultiviertesten Bergvölkern mit Höflichkeit und Respekt. Eigentlich will ich teilnehmen. Ich will teilnehmen, verdammte Hacke. Ich will hier jeden umnatzen und einen Preis gewinnen. Das ist ja fies. Erst Hype und dann sowas. Puh. Naja, kann man nicht viel dran ändern jetzt. Vielleicht kommt das später noch. Dann bring uns zurück, ja. Ja, ich spring ja schon an Bord, Schatzebub. Ups. Gut, dann haben wir die Ecke jetzt auch geklärt. Also da gibt's nichts für uns zu holen momentan. Sehr schade, ich kämpfe immer gerne in Arenen in Spielen. Wie die hier mit ihren Viechern rumrennen, finde ich sau cool. Oh, ja, stimmt, neue Leute. Das Kolosseum ist dieses mega coole Gebäude zwischen den Felsen. Das ist ein heiliger Ort voller Tradition und Ehre und so. Aha. Look at those giant ribbons. Such beautiful cloth designs. This is quite a fascinating culture. Sind die Stoffbahnen, die überall in der Stadt hängen, nicht wunderschön? Das sind Gebetsfahnen und jede von ihnen trägt den Wunsch der Person, die sie aufgehängt hat. Je größer und schöner die Fahne ist, desto größer ist angeblich die Wahrscheinlichkeit, dass der Wunsch erfüllt wird. Okay. Wie war das? Ihr sagtet, dass ihr die Weibern sehen wollt? Dann geht ihr über die Brücke ans Ostufer. Dort findet ihr links eine Treppe. Sie führt zu einem Aufzug, der euch zu den Wölfen bringt. Aber macht ja nichts, was sie aufregen könnte, verstanden? Okay. Hey,
Wisst ihr, ich spreche die Sprache der Pferde. I'm the Pferdeflüsterer. Dieses Pferd sagt zum Beispiel, ich will eine Karotte. Ja. Dann zaubert er die Karotte aus dem Popo. Und dann ist gut. Wohin jetzt nochmal? Ich habe dem alten Mann nicht mehr zugehört. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Richtung Stromtalwiese. Einfach weil. Oh, was haben wir denn hier? Nix. Naja, auch gut. Ich dachte schon, das wären jetzt Fahndungsplakate. Wir reden erstmal. Obwohl, geht's hier sogar weiter nachher? Ja, sieht so aus. Naja. Wenn ihr flussabwärts geht, gelangt ihr in ein großes Feuchtgebiet. Ich habe Gerüchte gehört, dass dort ein unglaublich starkes Monster leben soll. Auf der Xagut-Stromtalwiese treiben sich jede Menge starker Monster herum, aber wenn ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt, könnt ihr den Gerüchten auf den Grund gehen. Wenn ihr den alten Mann da drüben fragt, kann er euch mit seinem Boot zur Stromtalwiese bringen. Hört sich nach einer Teufelsbestie an. Was hast du zu sagen? Die Turniersaison ist da und das heißt, in Xandu wird es Blut regnen. Oh, ich liebe diese Zeit. Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder den Laden verließ, um herumzuhängen wie ein Nichtsnutz. Warum bin ich immer diejenige, die ihn suchen und wieder herschleppen muss? Wahrscheinlich ist er wieder auf der Xagut-Sturmtalwiese, aber allein kann ich nicht dorthin gehen. Wirklich? Ihr werdet mir dabei helfen, ihn zu suchen? Oh, vielen Dank. Mein Bruder hält es niemals lange an einem Ort aus. Das ist ein echtes Problem. Es gibt ein Boot, das euch zur Xagut-Sturmtalwiese bringt. Es wartet nur einen kurzen Fußweg von hier entfernt. Wenn ihr meinen Bruder findet, sagt ihm bitte, er soll nach Hause kommen und dass meine Mutter und ich wütend auf ihn sind. Ob das so eine gute Idee ist und er dann nach Hause kommen möchte? I don't care. Ich mach, was die Quest mir sagt und kassiere mein Geld und was auch immer. Und mein Accessoire. So, hier oben geht's ja jetzt scheinbar auch noch ein Stück weiter, aber... Oh, was war das? Nix. Okay. Erkunden wir nämlich das noch zu Ende. Hier. Ah, ist da vielleicht überhaupt gar keine... Ah, doch, eine Person haben wir da noch. Die königlichen Jagdgründe sind ein heiliger Ort, an dem die Stammesführer einen Ohm erhalten können, dass es ihnen das Schicksal ihres Clans verrät. Je stärker das Monster, das sie erlegen, desto besser wird es um die Zukunft des Clans bestellt sein. Das Suchen solcher Ohm ist jedoch ein riskantes Unterfangen. Viele Stammesanführer sind den Monstern zum Opfer gefallen, die sie eigentlich erlegen wollten. Aha, okay. So, wir gehen jetzt aber zu den Wyvern. Oder ist hier jetzt auch noch jemand, mit dem wir reden können sollen, tun? Ja, klettern. Gehen wir mal hier hoch, so. Who's a good wyvern? Who's a good wyvern? Ah! You there. What do you think you're doing? Those wyverns belong to our clan. We've come to take them. I'm pondering how to break the cages. Whoa! Mila! May we please borrow your wyverns? You can't be serious. Ignore these outsiders! We're running out of time to find a champion! What? It's submitted to her without the use of beastcraft. These people might be our answer. Wait, hold on! You can't possibly be thinking of recruiting these fools! I'm Jürgen of the Katarl clan. You outsiders have arrived in Xandu at a crucial time for us. I'm sure you've noticed the crowds in the city. Once every decade, Xandu's clans hold a martial arts tournament. That tournament is tomorrow. Our chief is the clan's only fighter, but unfortunately, he is leagues away in the king's service. We're on the verge of having to forfeit the tournament. This is a desperate time for our proud and ancient clan. And yet, I sense a special power within you.
Would you be willing to represent the Katarl clan as our champions? Heck yeah! Where do I sign up? Leia, he's asking all of us. Ah. If we enter the tournament on your behalf, will you let us borrow these wyverns? That's the bargain. But you must do more than just enter. You must win. I'll need to see a demonstration of your abilities beforehand as well. We can do it, right, Mila? Yes, we need those wyverns. Awesome! I always wanted to be in a real martial arts tournament. I'm stoked! You're sure it's okay for outsiders like us to participate in the clan's tournament? That's not a problem. Some clans have been known to recruit skilled warriors from the outside to boost their prestige. Huh. I figured you folks were bigger sticklers for tradition. I'm gone 5 minutes and you get us neck deep in contact sports? I can't take you people anywhere. Where have you been, little buddy? We were nearly squished! Sorry about that, Spud. I had a feeling you were all in trouble, though, so I came running. No harm, no foul, right? He a friend of yours? That's right. We're a package deal. Good. Then you can show me your combat skills. Come to the aerial arena. Got it. Oder so kommen First wir auch it's falling rocks, now it's howling wyverns! I hate Yondu! So können wir auch in das Turnier kommen. Look, look, everyone, look! Check out my awesome new duds! Not bad, not bad. Might look a tad classier if you cut off the price tags. So. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Irgendwas mit dem Turnier. Lieblingstiere. I can't ja, believe they seriously keep monsters as pets. Azul sure is weird. I'd rather have a cute pet, like a dog or something. Oh, so you're a dog person. I am too. Same here. They're way funner to be around. Oh, come on. Cat beats dog any day. You dog types are just emotionally needy. Nowadays, it's cat owners who are the needy ones. Ugh, you put on fake cat ears and cat tails, saying meow after every other word. Absolutely ridiculous. What are you... who does that? True cat lovers admire cats for their independence. What about you, Elise? I bet you're a cat person. I always wanted to have a pink or pig. But I thought you were a teepo person. What's your favorite kind of animal, Mila? Me? You should know my favorite animal by now. It's you humans, of course. Oh, Diskussion beendet. Sehr schön. Eiskalt, Mila. Oh, Mann. Ob sie mal noch irgendwann ein bisschen humaner wird, da sie ja doch schon hier und da gemein ist. Vor allem in der Szene mit den Eltern, da hat man ja doch gedacht, jetzt kommt vielleicht was, dass sie gerne Eltern hätte oder so. Naja. Du kannst dich so einfach in das... Wieso nicht? Das mache ich die ganze Zeit, du Spacko-Fatz. Naja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur Nebenquest in der Stromtalwiese und gucken, ob wir da den Gegnern das Wasser reichen können. Weil die geben dann wahrscheinlich auch ziemlich gut EP. Und ja, wir haben halt die Quest da und dürfen uns von der Teufelsbestie töten lassen. Das hat nur Vorteile, also machen wir das jetzt natürlich auch. Na los, fahr uns, alter Mann. Wollt ihr vielleicht abwärts durch Stromtalwiese? Ja. Und dann wollen wir mal. Speicherpunkt. Ja, Speicherpunkt. Oh, das ist gut. Ohne wäre ich jetzt wahrscheinlich verzweifelt. Na los, Speicher. Ich will mich kurz umgucken. Oder? Ah, gucken wir uns die Karte mal an. Oh, ah, komm, einen Kampf machen wir mal testweise. Thanks, everyone. I wouldn't have made it without you. So. Ja. Das sind nämlich Level 39 Viecher. Oh gut, die müssten wir eigentlich schaffen können. Sollten eigentlich möglich sein, also... Ja, das sollte möglich sein, also... Ich denke schon. Dürfte eigentlich nicht so dramatisch werden. So, ach ja, wir spammen hier unsere Moves.
Oh ja, das ist gut. Komm schon. Ah, die Kombo ist abgebrochen. Schade. Aber ich denke, wenn wir das hier spammen, könnte die Kombo ein bisschen höher gehen. Ah, schade. Okay, wenn ich mir um Kombos Gedanken machen kann, dann sind die Gegner schwach genug, ja. Ist das andere viel tot? Nein, gut. Na los, hau mal drauf hier. 18er Kombo, ja. Weiterführen hier, weiter. Immer weiter. Ja, ja, ja. Und, 40? Ja, das gibt gut Bonus-EP. Denke ich zumindest mal. Versuchen wir mal hier die Kombo hochzutreiben. Ja? Sieht doch ganz gut aus. Na los, immer weiter. Ja, schön so. Haut alle drauf. Oh yeah. Weiter, weiter, weiter. Oh yeah. Scheiße. Egal. Stirb jetzt auch. 138 Bonus-EP. Okay. Also krass viel EP geben die jetzt nicht. Da sind die in der Vekalamine wirklich stärker. Also besser. Die geben viel mehr EP. Und sind kaum viel stärker. Also nicht wirklich viel stärker. Also die Gegner hier sind ja jetzt wirklich kein Problem mehr. Naja. Ist auch nicht schlimm, sage ich mal so. Ja gut, wir sind auch ziemlich nah am Level dran mittlerweile, muss ich ja schon sagen. Ich meine, wir sind ja nur noch 7 oder 6 Level hinten dran. 33 wollte ich ja sagen. Nein, 31 sogar, ja, doch erst. Gut, ja. Ich mache hier mal wieder einen Cut, also ein Ende der Session. Wir sehen uns dann bald wieder mit Tales of Xillia, mit der nächsten Teufelsbestie wahrscheinlich, einer kleinen Nebenquest und dann gehen wir zum Kolosseum. Schätze ich jetzt einfach mal. Kann sich natürlich alles ändern, denn ich bin ein wenig wechselhaft. Macht's gut, Leute. Euer Rick. Ciao.